Nach der Pleite gegen den FC Arsenal konnte der FC Bayern München gegen Real Madrid in der Nacht von Samstag auf Sonntag dann den ersten Sieg in der Vorbereitungsphase auch erlangen. Und gegen den AC Mailand starteten sie auch besser in die Partie hinein. Das ist Robert Lewandowski, der das Auge für Serge Gnabry hat. Und dann wird Pepe Reina im Tor der Milanos mal getestet. Hatte ja auch kurze Zeit beim FC Bayern München mitgewirkt. Doch der deutsche Rekordmeister ließ sich hier nicht groß aus der Ruhe bringen. AC Mailand mit sehr bedecktem Offensivspiel und dementsprechend Chance zur Kreation beim FC Bayern. Flanke von der linken Seite, perfekt getimt, dann gut eingelaufen von Serge Gnabry. Und in der 12. Minute stand es dann schon verdientermaßen 1:0 für die Bayern. Pepe Reina da relativ alleine gelassen. Und aus relativ kurzer Distanz kann er den Ball dann nicht mehr erreichen. Und die Bayern weiterhin mit starkem Offensivdrang. Wieder Kingsley Coman, der sich da im Einzelduell gut durchsetzt. Zu Thomas Müller rüberlegt, der nochmal zu Coman. Thomas Müller. Die Bayern konnten wirklich gefallen. Und die Italiener enttäuschten erstmal auf ganzer Linie. Wobei man eben sagen muss, der FCB machte das auch richtig stark. Nun endlich mal die in weiß gekleideten Mailänder über die rechte Seite. Die Flanke von Conti, gut getimt. Und auch hier dann Patrick Cutrone in der Mitte zu frei. Pavard orientiert sich zu spät zu seinem Kontrahenten und dann wird das Ding ohne Probleme eingenickt. Doch auch davon nicht zu spüren im Spiel der Bayern. Leon Goretzka zu Thiago und der nimmt sich da nochmal ein Herz aus der zweiten Reihe. Wieder Reiner, der wirklich viel beschäftigt war. Und der einzige Grund war, weshalb es hier nur 1:1 stand. Doch kurz vor der Pause nochmal die Bayern. Über Kingsley Coman und Robert Lewandowski, der den Ball gut mitnimmt und da nochmal zu Coman legt, der dann die Flanke auf Robert Lewandowski schlägt. Und das ist dann auch stark gemacht. Der Kopfball gegen die Laufrichtung. Sieht dann unglücklich aus, ist aber kaum zu erreichen. Und dann stand die verdiente 2:1 Halbzeitführung für den FC Bayern auf der Anzeigentafel. Und so sollte sich das Spiel im zweiten Durchgang auch weiter fortführen. Ganz klar, die Elf von Niko Kovac hier mit dem Zepter in der Hand. Coman, genial weitergeleitet zu Robert Lewandowski. Der dreht sich einmal, hat keine Anspielstation und löst es dann mit seiner individuellen Weltklasse. Aufs lange Eck gezogen und vom Pfosten prallt er dann rein. Das ist einfach fantastisch gemacht. Und der AC Mailand tat sich weiterhin schwer im Spiel nach vorne. Bonaventura kommt hier gegen Thomas Müller, der gut nach hinten mitarbeitete, erstmal nicht durch. Dann die Flanke von Rodriguez auch erstmal abgewehrt. AC Mailand bleibt dran, Calhanoglu nochmal, aber David Alaba passt auf und bereinigt die Situation, sodass nicht mal ein wirklicher Torschuss im zweiten Durchgang für den FC Bayern aufs eigene Tor zu verteidigen war. Und nun nochmal zu guter Letzt die Bayern. Serge Gnabry zu Thomas Müller nochmal mit dem schönen Abschluss. Aber das wurde dann nichts mehr. Mit seinem eigenen Treffer fehlt relativ wenig. Im Großen und Ganzen war das wirklich eine zufriedenstellende Leistung. 3:1 gewinnt der FC Bayern und da muss man sagen, auch wenn es 3 Tore waren, im Endeffekt fallen die sogar noch etwas zu wenig aus.